people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you. Jetzt zurück von der Arbeit und habe mir noch einen Kaffee gemacht, denn ich habe einen sehr langen Lerntag vor mir. Ich habe nächste Woche 3 Klausuren und dafür muss ich noch extrem viel lernen. Ja, die Zeit ist etwas knapp, aber in 1,5 Wochen kann noch super viel passieren. Das habe ich öfter erlebt und ja, bin einfach überzeugt davon, dass es noch klappt. Ich werde euch die Tage noch ein bisschen bei meiner Prüfungsvorbereitung mitnehmen und euch zeigen, wie ich mich dafür organisiere. Die Arbeit lief heute ziemlich gut, aber ich hatte einen Patienten, der war nicht so freundlich und der war auch leicht aggressiv. Was macht man immer in solchen Fällen? Ja, also ich habe erst einmal versucht, auf diesen Patienten einzureden und ihm irgendwie zu erklären, wie wichtig die Blutentnahme jetzt bei ihm ist. Aber das alles hat schlussendlich leider nichts gebracht. Und dann habe ich ihn freundlich darauf hingewiesen, dass die Ärzte dadurch eventuell Probleme bei der Gestaltung seiner Behandlung haben könnten, weil wir ja die Blutwerte nicht haben. Ja, das hat er dann akzeptiert und dann, ja, muss man die Entscheidung auch respektieren, dass er das dann nicht möchte. Das ist okay. Ich habe dann einfach meine Arbeit weitergemacht und habe den Ärzten Bescheid gegeben, dass dieser Patient die Blutentnahme verweigert hat. Ja, kann ich dann auch nicht so viel dran machen. Sowas kommt durchaus mal vor. Die restliche Arbeit habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Auch die Zugänge. Aber ja gut, bei einer Patientin war es auch ein bisschen schwierig. Dann habe ich das nachher mit einer PJ-Studentin zusammen versucht. Dann hat es irgendwann geklappt. Manchmal braucht man einfach unheimlich viel Geduld. Geduld ist the key, wirklich. Was ich noch heute vorhabe, ist, dass ich meine Wohnung putze. Ich weiß nicht, wie das euch immer so geht, aber bei mir ist es oft so, dass wenn mein Umfeld sauber ist und irgendwie gereinigt, dann fühle ich mich innerlich auch immer so ein bisschen clean. Also ich habe das Gefühl, wenn meine Wohnung irgendwie sauber ist, dann fällt es mir viel leichter, mich irgendwie zu konzentrieren. Ich weiß auch nicht, was mein Gehirn sich so dabei denkt, aber das funktioniert. Also Psychohygiene, sage ich immer dazu. Heute Abend werde ich zum Sport gehen, endlich mal wieder, denn ich war 2,5 Wochen extrem krank. Ich hatte irgendeinen Atemwegsinfekt, also ich hatte kein Covid, aber ich hatte schon starken Husten und ich hatte Kopfschmerzen und so ein richtig schöner Infekt, den habe ich aber auskuriert und deswegen freue ich mich echt, dass ich wieder zum Sport kann. Nach dem Sport kommt Wieland, mein Kumpel, mit zu mir und wir lernen dann noch zusammen. Ja, wer hätte das gedacht? So sieht mein Tag heute aus. Morgen ist Donnerstag und morgen werde ich wieder im Präparierkurs helfen als Tutorin. Da freue ich mich echt drauf, denn mir macht das echt so viel Spaß. Ja, darauf muss ich mich vielleicht auch noch ein bisschen vorbereiten, denn wir fangen jetzt, glaube ich, schon an mit dem Plexus cervicalis. Für die Mediziner unter euch, ich glaube, euch sagt das was. Für alle anderen, das ist einfach so ein Nervengeflecht am Hals, das die ganze Kopf- und Halsregion versorgt. Und das ist gerade unser Ziel im Präp-Kurs, dass wir diese Strukturen und diese Nerven darstellen. Dann ist auch gerade ein großer Part die Muskelpräparation, das heißt die Rückenmuskeln, die autochthonen Rückenmuskeln und dann auch die sekundären Rückenmuskeln. Das steht jetzt noch morgen an. Und Freitag gehe ich mit einer alten Schulfreundin auf einen Weihnachtsmarkt in Osnabrück und ich freue mich so sehr darauf, weil ich habe die so lange nicht gesehen und sie bringt irgendwie so ein Stück Kindheit mit. Es sind so viele schöne Erinnerungen, die ich so mit ihr teile aus der Schulzeit
Und deswegen wird das bestimmt richtig schön. Ich mag eh Weihnachtsmärkte super gerne. So dieses Feeling, ich finde es einfach so schön. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles erwähnt. Viel mehr ist gar nicht passiert die Tage. Ich werde jetzt anfangen zu putzen und später fange ich an zu lernen. Also viel Spaß beim Zuschauen. Ist gut, wenn man im Bett lernt. Man muss sich einfach nicht bewegen. Ja. Wobei die Gefahr besteht, dass man einschläft. Hi, es ist jetzt Freitag und ich fahre gleich nach Hause zu meiner Mama. Und dann fahre ich heute Abend nach Osnabrück zu meiner Freundin. Genau. Gestern war ich noch beim Prep-Kurs und habe da gearbeitet. Wir haben uns gestern da mit der sekundären und auch mit der autochthonen Rückenmuskulatur beschäftigt, sowie mit dem Plexus cervicalis. Das ist ein Nervengeflecht hier am Hals. Und wir haben dann die Muskeln und die Nerven dargestellt. Das hat eigentlich recht gut geklappt gestern. Ich bin sehr zufrieden. Ich merke, dass ich die Strukturen wirklich schon recht gut und recht schnell erkennen kann, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und das hat mich sehr gefreut. Zum anderen habe ich gestern auch echt ein Kompliment bekommen von einer Gruppe von Erstis, die meinten, dass ich eine sehr große Hilfe bin und dass ich denen total weiterhelfen konnte bei der Präparation. Und ich konnte auch gute Tipps geben, wie man am besten Anatomie lernt oder wie man das ausprobieren könnte. Ja, das ist immer so schön dann. Dann merke ich auch, dass sich meine Arbeit irgendwo auszahlt. Und nicht nur, dass ich dann ja für mich meine Kenntnisse wieder aufbessern kann, sondern dass ich auch anderen damit helfen kann. Ansonsten war ich in den letzten Tagen recht entspannt, was meine Prüfungen nächste Woche betrifft. Allerdings geht mir so langsam so ein bisschen die Pumpe, wenn ich daran denke, weil ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass ich gut vorbereitet bin und auch, dass ich noch so viel machen muss und so wenig Zeit dafür habe. Ja, das stresst mich jetzt wirklich etwas. Aber das ist, glaube ich, auch ganz gut, denn ich brauche immer so ein bisschen die Angst, um so richtig auswendig zu lernen. Ich brauche so ein bisschen den Druck dahinter, damit ich das auch wirklich mache. Von daher ist es schon okay. Ja. Aber heute Abend mache ich mir erstmal einen schönen Abend mit meiner Freundin und dann kümmere ich mich am nächsten Tag wieder darum. Ich werde jetzt erstmal losfahren. Ich brauche nämlich 2 Stunden mit Auto. Ja, vielleicht nehme ich euch ein bisschen mit auf dem Weihnachtsmarkt. Mal sehen. Jetzt bei meiner besten Freundin und habe gerade das Repetitorium für Gynäkologie. Ja, und das ist eigentlich eine super tolle Wiederholung. Genau, das brauche ich jetzt auch gerade. Aber ich merke auch, dass ich unglaublich viele Lücken habe. Ich habe noch 3 Tage Zeit und in 3 Tagen kann noch viel passieren. Ich schaffe das schon irgendwie. Ja, also ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Zeit durchzudrehen oder keine Zeit, mir jetzt extreme Sorgen zu machen.
weil das wird mir nur noch mehr Zeit wegnehmen. Deswegen gebe ich jetzt einfach noch mein Bestes und hoffe, dass es dann ausreicht. Joko hat jetzt gerade ihr Zimmer dekoriert und es sieht so, so schön aus. Lotte! Ich bin jetzt immer noch bei Jaco, bei meiner besten Freundin. Und die hat hier, während ich gelernt habe, ihr Zimmer so schön dekoriert. Es sieht wirklich toll aus. Alles voller Lichter und Kerzen und so. Und ein Mini-Weihnachtsbaum. Sieht richtig schön aus. Ja, irgendwie, es geht so 0,0 mehr in meine Birne. Ich bin richtig fertig. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen verrückt werde, aber ja. Ich glaube, es ist das Zeichen, dass ich für heute aufhören sollte zu lernen. Denn es hat so auch einfach keinen Sinn. Ja, ich habe zwar nicht mehr viel Zeit, aber ich muss sagen, für die kurze Zeit heute habe ich echt viel geschafft. Ja, Sehe ich genauso. sieht sie genauso. Heute habe ich mich mit dem Thema Endometriumkarzinom und Mammakarzinom beschäftigt und noch ein paar kleinere Themen. Das war super spannend, aber es ist auch ein so umfangreiches Thema. Huch, der Hund. Das war wirklich spannend, aber ich bin so kaputt, ich kann nicht mehr. Ich hoffe, die Prüfungen laufen gut. Ich bin echt gespannt. Und dann kommt das da rein. Das hat mein Freund entworfen. Wunderschön. Ja, und dann kommen hier noch so zwei Dinger dran. Zack. Einmal zur Erklärung, das ist ein Schlüsselbord. Schlüsselbord. Er weiß das nicht. Das schaffe ich denn so. Da hat sie Nicht ein. gemalt. Wunderschön. Hat sie eine tolle Knoten in Scholz. Morgen sind meine Prüfungen, nämlich einmal Pädiatrie und dann Gynäkologie. Ich hänge jetzt gerade am Schreibtisch und versuche noch einmal die letzten Themen zu wiederholen. Das ist wirklich umfangreich, aber ich beiße mich irgendwie durch. Ich meine, bis morgen schaffe ich das auch noch. In Gynäkologie habe ich die letzten Tage mit dem Skript gearbeitet, das wir von der Uni zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das sind dann so die Take-Home-Messages. Wobei ja das Skript auch 265 Seiten lang ist. Ich werde einfach mit dem Skript lernen. Morgen um 10:45 Uhr habe ich die Pädiatrieprüfung und um 13:30 Uhr habe ich die Gyn-Prüfung. Dann bin ich auch endlich durch und auch fertig mit den Nerven wahrscheinlich. Ja, in Pädiatrie habe ich hauptsächlich mit den Vorlesungsfolien gelernt. Die waren sehr gut. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich in einer Klausurenphase ganz, ganz viel versuche, die Vorlesungsfolien einfach zu wiederholen. Ob man jetzt Karteikarten hat, ob man Zusammenfassungen schreibt und die durchliest oder ob man von den Vorlesungsfolien lernt. Wichtig ist, dass man es immer und immer wiederholt, denn nur dann bleibt es auch wirklich hängen. Das ist so meine Erfahrung, die ich bisher in meinem Studium gemacht habe. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich so für große Lerntipps gerade geben soll. Es ist einfach so, dass ich das immer und immer wieder lese, wenn ich Zeit habe und wiederhole, aber dass ich auch zwischendurch Pausen mache. Ich weiß nicht, ob ihr diese App Forest kennt. Das ist jetzt auch unbezahlte Werbung, aber das ist so eine App. Da kann man sich so einen Timer stellen. Zum Beispiel, dass man 25 Minuten lernt und dann geht dieser Timer und in der Zeit pflanzt man da irgendwie einen Baum oder irgendeine Pflanze. Das mache ich ganz häufig. Diese Pomodoro-Methode heißt es, glaube ich. Das hat sich bei mir bisher am meisten ausgezahlt. Manchmal habe ich auch Zusammenfassungen geschrieben und dadurch, dass ich das alles noch einmal aufschreibe, lerne ich das auch irgendwo schon mit. Natürlich muss ich das dann auch immer und immer wiederholen, aber insgesamt war das dann schon einfacher, weil ich das schon einmal komplett mit meinen eigenen Worten sozusagen zusammengefasst habe. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen versuchen, die Inhalte zu wiederholen und heute Abend gehe ich dann zum Sport, damit ich mich ein bisschen abreagiere, weil gerade in so Stressphasen brauche ich das. Ich nehme euch vielleicht noch mit die Tage und vielleicht erfahrt ihr sogar noch meine Prüfungsergebnisse, weil die sind da auch immer recht schnell mit den Ergebnissen. Ja, mal schauen.
Anders ist das bei Frühgeborenen, wo die Ohrmuschel dann nach dem Nach-Vorne-Klappen in ihrer